Hallo und herzlich willkommen zu dem Webinar mit dem Thema Lagerarbeit bei Veranstaltungen. Mein Name ist Florian Horn. Ich werde mich Ihnen gleich auch noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Ich freue mich aber besonders, dass ich die Chance der Libet GmbH bekommen habe, Ihnen heute über Lagerarbeit, Lagebeurteilung, Lagebild, Lagedarstellung, all diese Themen mit Ihnen heute darüber zu sprechen. Vorneab erlaube ich mir, ein bisschen Lob zu verteilen. Ich freue mich sehr, dass diese Art und Weise der zur Verfügungstellung im Rahmen von der Hashtag solidarische Schulung möglich ist, dass wir das auch fortsetzen, auch anders fortsetzen. Und nicht nur Sie haben heute eine Premiere, dadurch, dass Sie vielleicht mich nicht kennen. Ich bin relativ neu in diesem Netzwerk der IBIT GmbH. Aber auch für mich ist es eine Premiere, heute hier auf eine Art und Weise das jetzt aufzunehmen, Ihnen zu präsentieren und vorzustellen, wenn ich doch sonst eher, ich sag mal, die klassische Präsentation bevorzuge, wo man auch in die Interaktion mit den Teilnehmenden, mit den Zuhörern gehen kann, auf individuelle Fragen beantworten kann. Für mich bedeutet das heute also folglich, ich spreche in eine Webcam, die gleichzeitig Bildschirm und mein Bild aufzeichnet. Ich möchte Ihnen aber auch gleich vorneweg das Angebot unterbreiten, dass Sie sehr gerne auf mich zukommen können. Am Ende dieser Präsentation, am Ende dieses kleinen Webinars, werden Sie meine Kontaktdaten finden. Sie finden mich auch auf Facebook, auf Twitter. Nutzen Sie die Kanäle und kommen Sie gerne auf mich zu. Stellen Sie Ihre Fragen und ich werde sie versuchen, umfassend im Nachgang zu beantworten. Ich könnte jetzt fortfahren mit, ich sag mal, einem klassischen Spruch, einer klassischen Aussage, Corona-Zeiten. Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Wir haben alle unsere Bürden zu tragen, wir haben alle unsere Herausforderungen. Ja, das stimmt, aber es ist halt letztendlich auch immer eine Frage, wie ich mit diesen Herausforderungen umgehe und was ich daraus mache. Und umso wirklich toller und beeindruckender finde ich, dass wir an dieser Stelle hier tatsächlich dieses Angebot nutzen können. Ich nutze es auch, ich bin nicht nur, woanders würde man Dozent, Präsentator sagen, ich weiß es nicht, ist man dann Webinator, keine Ahnung. Ich bin genauso Konsument, weil es unglaublich viele spannende Themen in diesem Zusammenhang gibt und wir hier, glaube ich, wirklich die Chance haben, was zu lernen und uns fortzubilden. Und von daher starten wir gleich. Zu meiner Person. Wie gesagt, Florian Horn, ich bin jetzt seit über 10 Jahren, weit über 10 Jahren in der Sicherheitsbranche tätig, angefangen als Dienstleister, als Kunde, als Security Manager, die Bereiche durch, bin Sicherheitsberater. Ich unterstütze Unternehmen und Einrichtungen im Bereich der ganzen Breite des Sicherheitsmanagements letztendlich. Baulich, technisch angefangen, aber ich merke auch, und das freut mich umso mehr, und ich hoffe, das kriegen wir nach Corona, setzen wir diesen Trend hoffentlich weiterhin fort, auch im Bereich der organisatorischen Sicherheit. Und dazu gehört auch Lagebeurteilung, Lagebewältigung und die Thematik, wie bilde ich das in den Kontext meines Unternehmens ein. Ich bin kein Freund von Eigenlob oder Selbstdarstellung in dem Umfang. Sie können das hier nachlesen. Ich habe ein bisschen was studiert, komme aus der Praxis, aus der Operativen heraus, tue neben meiner klassischen Tätigkeit als Sicherheitsberater noch unterschiedliche andere Dinge, die können Sie hier alle nachlesen. Wichtig für mich und das Ziel dieses Webinars ist es ja, Ihnen einen kleinen Einblick zu vermitteln, ein bisschen was an die Hand zu geben, wie wir hier mit bestimmten Themen möglicherweise umgehen können. Und ein Thema ist Lagebilderstellung, Lagebeurteilung für Veranstaltungen. Ich muss vorneweg sagen, dieser Vortrag ursprünglich mal konzipiert eigentlich, ich sag mal, für den klassischen Sicherheitsbereich, da wo wir klassische Ressourcen und Konstrukte haben, wo es um Lagebeurteilung ging. Inhaltlich oder in der Herangehensweise und der Methodik ist das aber
am Ende des Tages das Gleiche und ich hoffe, Ihnen heute hier ein bisschen was transportieren zu können. Und vor allem die erste Botschaft, die wir letztendlich auch in der Ankündigung gebracht haben, Lagen immer so ein Thema gewesen, wo es darum geht, dass es eine Methodik, eine Herangehensweise ist, für die wir aus dem behördlichen Bereich kennen, von Polizei, von Militär, von anderen BOS. Für diejenigen, die es nicht kennen, ich sage es an dieser Stelle einfach nochmal, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Aber wir stellen auch den Trend fest, dass sich diese Methodik nicht nur dort, wo wir ein sehr enges Netzwerk haben, wo wir Ordnungspartnerschaften haben, wo die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Privatwirtschaft sowieso intensiv funktioniert. Nein, wir stellen das auch in anderen Bereichen fest, wo das Thema Lagebeurteilung immer wichtiger gibt. Und das soll heute auch das Ziel sein, Ihnen zu vermitteln, was das bedeutet. Und ich glaube, Sie werden nachher feststellen, dass Sie viele Mechanismen und Methodiken, die Sie an dieser Stelle bereits anwenden, vielleicht nicht unbedingt unter der Begrifflichkeit Lagebeurteilung, Lagebewältigung vielleicht, aber auch nicht Lagebilderstellung, ähnliches kennen, sondern dass es dafür viele andere Begrifflichkeiten gibt, die Sie im Kern eigentlich nutzen und die das beschreiben, was es heute ist. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich Ihnen heute hier wirklich auch noch ein bisschen was Neues an die Hand geben kann. Ich möchte diesen kleinen Vortrag damit starten, zu fragen, Lagebeurteilung, ist das denn wirklich was Neues? Ich habe es gerade eben angekündigt oder anklingen lassen, Lagebeurteilung ist gar nichts wirklich Neues. So, Sie kennen bestimmte Methodiken, die Sie vielleicht in Ihrem Berufsalltag schon anwenden, aber im Wesentlichen kennen Sie das aus Ihrem Alltag. Sie führen, wenn Sie morgens aufstehen, bis Sie abends ins Bett gehen, führen Sie permanent Lagebeurteilung durch. Sie nennen es nur nicht so. Sie nennen es vielleicht Entscheidung. Sie nennen es vielleicht, Konsequenzabwägung oder ähnliches. Aber allein diese Frage, Sie stehen morgens auf, der Wecker klingelt oder der Wecker klingelt, bevor Sie aufstehen und Sie fragen sich an dieser Stelle, darf ich mich noch 10 Minuten umdrehen? Ich drücke den Wecker auf Snooze oder soll ich aufstehen? Was steht heute an? Habe ich ein Vorstandsmeeting oder habe ich Homeoffice? Und stelle mir die Frage, muss ich heute einen Businessanzug anziehen oder kann ich in Jogginghose rausgehen? Muss ich mich in den Bus quetschen? Muss ich den nächsten nehmen? Pünktlich Feierabend machen oder Überstunden machen? Früh ins Bett gehen oder das Staffelfinale noch anschauen? Sie setzen bereits heute Handlungen in den Kontext von Zeit, Ort, Auswirkungen, hier auch genannt Konsequenzen, und Optionen, die Ihnen noch zur Verfügung stehen. Und Sie bereiten das vielleicht auch im Nachhinein nach, indem Sie feststellen, okay, Ihre Lagebeurteilung war falsch gewesen. Nehmen wir mal das Beispiel an, Sie stellen sich die Frage, soll ich heute früh ins Bett gehen oder das Staffelfinale anschauen, das vielleicht bis 1 Uhr nachts geht. Was werden Sie denn dann machen? Sie werden anfangen abzuwägen, zu sagen, vielleicht wie müde finde ich mich? Was stehen morgen früh für Termine an? Was bedeutet das, wenn ich in diesen Terminen übermüdet erscheine? Und was entstehen daraus für Konsequenzen gegebenenfalls? Und Sie werden dann in diesem Kontext, in dieser Kontextuierung vielleicht auch zu unterschiedlichen Ereignissen kommen. Wenn es am nächsten Tag Samstag ist und Sie wissen, Sie können ausschlafen, dann kommen Sie relativ schnell zu dieser Entscheidung zu sagen, okay, das Staffelfinale kann ich mir noch antun. Wenn Sie aber wissen, Sie müssen nächsten Tag um 7.30 Uhr bei Ihrer Geschäftsführung antanzen und müssen da Rechenschaft ablegen für irgendeine Thematik und wissen, diese Rahmenbedingungen, die dort erfolgen muss sein, dass sie ausgeschlafen sind, dass sie fit sind, dass sie auf Nachfragen reagieren können und dass sie dort keine Fehler tun. Dann werden sie vielleicht zu einer anderen Bewertung kommen und zu einem anderen Ergebnis, dass man das vielleicht das Staffelfinale auf irgendeiner anderen Streaming-Plattform
oder im Nachhinein noch schauen muss, mit aber einer weiteren Handlungsoption, dass sie versuchen werden, möglichst von dem Ergebnis dieser Staffelfinale möglichst wenig zu erfahren. Das heißt, sie werden Menschen meiden, sie werden Berichte meiden, etc. Noch ein bisschen deutlicher vielleicht, was das für uns bedeutet und wo wir Lagebeurteilung durchführen, das kennen wir in der Kindererziehung möglicherweise, wo natürlich auch schon in kleinsten, in jüngsten Jahren die Überlegung geht, okay, wenn ich das mache, was werden Mama und Papa dazu sagen? Darf ich das eigentlich machen? Wie haben Mama und Papa das letzte Mal darauf reagiert? Und naja, ich sag mal, ist der Ärger das wert für den Erfolg, den ich vielleicht dadurch bekomme? Das Gleiche kennen Sie, ohne hier jetzt eine Verbindung herzusetzen, aber das Gleiche kennen Sie vielleicht beispielsweise, wenn Sie einen Hund haben und einen Hund trainieren wollen, unabhängig vielleicht ein bisschen von diesem Thema Konditionierung, aber auch dort kennen Sie Mechanismen, die ablaufen, die wir alle kennen, wo es darum geht, was bedeutet das für mich, wenn ich an dieser Stelle jetzt etwas tue. Und die Frage stellen Sie sich jetzt vielleicht möglicherweise auch, was bedeutet das am Ende des Tages jetzt, dieses Thema Lagebeurteilung für Sie im Veranstaltungsbereich? Ich möchte mal vorneweg ein bisschen was zur Relevanz sagen. Zur Relevanz muss man dazu sagen, wir können heutzutage Veranstaltungen nicht mehr isoliert von sozialen, städtischen, kriminologischen, rechtlichen Aspekten betrachten. Denn unsere Veranstaltung, in der wir uns bewegen, die wir vielleicht planen, die wir aber durchführen wollen, steht am Ende des Tages nicht im Mittelpunkt der Erde. Für uns vielleicht, für diejenigen, die darin investieren, die einen Erfolg haben wollen, die daran planen seit Monaten, das ist deren Mittelpunkt. Für die Welt, für den Alltag, für das Leben außen herum dreht sich die Welt weiter. Aspekte werden dynamischer, Einflussfaktoren ändern sich und alles das, was sich draußen herum um eine Veranstaltung verändert, kann einen Einfluss darauf haben, wie es bei mir ist. Vielleicht ein bisschen was zu diesen Beispielen, die dort aufgezeichnet sind. Soziale Faktoren. Also, was verstehe ich unter sozialen Faktoren an dieser Stelle? Natürlich auch sicherlich die Fragestellung, in welchem Umfeld bewegt sich mein Publikum? Aus welcher sozialen Ebene kommt das? Was für Probleme gibt es dort vielleicht? Aber es geht genauso auch um die Frage, möglicherweise habe ich ein Capital Bra Konzert, wo ich bestimmtes soziales Klientel erwarte, oder habe ich ein Classic Open Air? Vielleicht aber auch diese Fragestellung, die ich selber vor ein paar Jahren noch erleben durfte, mit der Fragestellung, okay, in welchem Kontext steht der Künstler? Ich war, das habe ich vor ein paar Jahren regelmäßig nochmal gemacht, zu sagen, okay, back to the roots, ich gehe nochmal zurück an die Basis, so ab und zu, und war bei einer Veranstaltung gewesen, wo Bushido als Künstler dabei war. Das war aber auch noch eine Zeit gewesen, in der Bushido mit einer bestimmten arabischen Familie aus einem bestimmten Milieu war, von denen wurde sein, ich nenne es mal, Personenschutz gestellt, die waren immer um ihn herum und da hatten wir echt Probleme bei dieser Veranstaltung mit denen. Das sind solche Aspekte, das muss ich berücksichtigen und zu sagen, wo habe ich Einflussfaktoren, die darauf reinwirken können. Städtisch sollte eigentlich klar sein, da reden wir über das Umfeld, da reden wir über die Anbindung ÖPNV, Anbindung an das Straßennetz, über all diese Aspekte, aber natürlich auch über die Fragestellung, bewegen wir uns hier gerade in einem Rahmen, wo wir Gentrifizierungsthematiken haben, wo wir bestimmte politisch-gesellschaftliche Aspekte haben, die möglicherweise dazu führen können, dass wir hier gar nicht unerwünscht sind, gar nicht erwünscht sind in dieser Veranstaltung. Kriminologisch, Kriminalität, das sollte klar sein. Was haben wir denn für Themen, die von außen auf uns einwirken? Welche Kriminalitätsphänomene, welche Gefährdungslagen haben wir da? Und rechtlich, ich glaube, das erleben wir gerade alle zusammen hier in einem unglaublich umfassenden Maße, zu sagen, dass sich auch
rechtliche Aspekte besonders ändern können. Und da ist ein Thema Eindämmungsverordnung ein besonderes Thema. Aber ich glaube, es beschreibt relativ gut, wie schnell sich dort auch rechtliche Aspekte verändern können, die dann einen Einfluss darauf haben. Und wir reden über noch einen anderen Aspekt. Wir reden über Sicherheitskonzepte. Ich werde das hier provokant sagen. Es gibt Mechanismen dazu und ich empfehle dazu, auch wenn das hoffentlich dann stattfindet, das Webinar von der Sabine Funke, dass da wir uns dann nochmal angucken, was Sicherheitskonzepte, wie die erstellt werden und geschrieben werden, kann ich an dieser Stelle nur auch beschreiben und Ihnen empfehlen. Aber ich stelle hier mal eine sehr provokante These auf und sage, naja, wenn ich ein Sicherheitskonzept habe, das doch mit ein bisschen Vorlauf gegebenenfalls genehmigt werden muss, eingereicht werden muss, abgesprochen werden muss, dann habe ich es mit der Freigabe des Sicherheitskonzeptes. Ist das, was da drin steht, veraltet? Das gilt nicht für alle Aspekte, definitiv nicht. Aber wenn Sie das nochmal reflektieren auf dynamische Prozesse, auf Veränderungen, dann vielleicht möglicherweise. Und dann werden Sie feststellen, dass es aktuelle Entwicklungen gibt, möglicherweise auch aktuelle Konflikte, die nicht vorhersehbar waren, die dann darauf einwirken können, wie diese Veranstaltung sich verändert. Und da brauchen Sie dann tatsächlich eine Methodik, wie Sie sagen, okay, das Sicherheitskonzept, was ich jetzt habe, muss ich auch anpassen. Aber dazu werden wir auch gleich nochmal sprechen. Jetzt haben wir sehr lange darüber gesprochen. Die Frage ist natürlich, was bedeutet Lagebewältigung? Ich habe es eingangs gesagt, wir reden darüber, dass wir hier von einer Methodik sprechen, die aus dem behördlichen Umfeld kommt, die aus dem polizeilich-militärischen Umfeld kommt. Und was wäre da ferner, als tatsächlich diese Definition zu nutzen aus der polizeilichen Dienstvorschrift 100? Und die definiert Lage am Ende des Tages als Gesamtheit aller Umstände, Gegebenheiten und Entwicklungen, die das Handeln im Einsatz, in Klammern Einsatz natürlich hier sehr behördlich definiert, aber auch bei der Veranstaltung in Ihrem Event, was auch immer, ersetzen Sie Einsatz durch die Begrifflichkeit, die Ihnen da an dieser Stelle besser passt, bestimmen und beeinflussen. Und das ist doch letztendlich nichts anderes, als was ich auf der vorherigen Folie gesagt habe. Ich muss mir die Rahmenbedingungen angucken, die möglicherweise einen Einfluss auf meine Veranstaltung haben und muss die dann beurteilen, bewerten und dann gegebenenfalls Konsequenzen daraus ziehen. Das heißt, für uns bedeutet das Thema Lagebeurteilung, ist für uns eine Methodik zur Beantwortung der Fragen, was bedeutet dieses Ereignis, die Situation, diese dynamische Veränderung für meinen Verantwortungsbereich? Das, was da draußen passiert, wie hat das einen Einfluss auf meinen Verantwortungsbereich und wie löse ich das Problem, das möglicherweise aus diesem Einfluss heraus entsteht? Ich habe hier mal die Ziele der Lagebeurteilung versucht, mal grafisch darzustellen. Sie fangen irgendwann an. Je nachdem, wie Sie vorbereitet sind, ob Sie ein Sicherheitskonzept haben, ob Sie kein Sicherheitskonzept haben, ob Sie überrascht werden, weil das wirklich eine Ad-hoc-Lage ist, die in dieser Situation entsteht, auf die Sie nichts vorbereitet haben, mit der Sie nicht gerechnet haben. Oder ob Sie ein Sicherheitskonzept haben, wo Sie sagen, Sie haben schon mal rudimentäre, grundlegende Aspekte in diesen für Szenarien entwickelt für diesen Bereich. Das heißt, Sie wandern, hier mal bildlich dargestellt, erstmal irgendwo im Dunkeln, wo es einen Lichtblitz gibt, wo es vielleicht eine Entwicklung gibt, wo Sie sagen, okay, die muss ich mir jetzt näher anschauen und ich versuche, Licht ins Dunkeln zu bekommen, dadurch, dass ich mir möglicherweise mehr Informationen hole, möglicherweise sich dadurch die Wolken, das Düstere, das, was mich jetzt gerade vor der tatsächlichen Eingebung rettet, erhält, sodass ich dann irgendwann nicht ins Licht treten kann, aber klar sehe, was das für mich bedeutet und was das für meine Veranstaltung bedeutet. Und da sind wir tatsächlich. Da sind wir in den Schritten der Lagerarbeit und dieser Methodik, die recht systematisch abläuft. Wir haben immer, und das ist der Lichtblitz, auch wenn Sie an die vorangegangene Folie denken, dargestellt, dass es darum geht, dass ich irgendwo mal eine initiale Lageinformation bekomme. Ich kriege eine Info darüber,
Moment, da ist was passiert. Da passiert da draußen gerade was, was Einfluss auf meine Veranstaltung haben kann, was Einfluss darauf haben kann, dass ich gegebenenfalls Anpassungen machen muss oder grundsätzlich erstmal vielleicht möglicherweise mein Interesse weckt. Das heißt, dieser gesamte Prozess wird permanent dadurch ausgelöst auf Basis einer initialen Information. Und diese initiale Information muss ich sammeln, bewerten, ordnen, zusammenfügen und kriege dann ein Lagebild. Und Sie sehen hier auf dieses, vielleicht wenn Sie nochmal an diese Metapher denken, Licht ins Dunkeln bringen. Sie versuchen natürlich von der Uneindeutigkeit eines Sachverhaltes in die Eindeutigkeit rüberzukommen. Und das kriege ich, wenn ich eine Lageinformation habe, was ein Ereignis, eine Polizeimeldung, ein Pressebericht, ein Beitrag in Social Media, was auch immer sein kann. Da ist die Lage noch sehr uneindeutig, weil ich sollte mich nicht darauf verlassen, wenn eine Quelle darüber berichtet, das muss stimmen. Nein, sie nehmen diese Quelle, sammeln weitere Informationen und kommen dann, bringen dann langsam Licht ins Dunkeln. Kontextuieren das in der Lagebeurteilung, was das für Sie bedeutet, erörtern Handlungsmöglichkeiten, bewerten diese und setzen diese um. Und wie das konkret aussieht, das werden wir jetzt einzeln dazu nochmal durchgehen. Also, wir haben gerade gesagt, Lagebild, Lagedarstellung erfassen. Diese initiale Information, die Sie bekommen, müssen Sie durch eine kontinuierliche, strukturierte Erhebung und Sammlung von Informationen aus unterschiedlichen Quellen ergänzen und erweitern. Wir sind hier noch in der Vorbereitungsphase und optionalen Veränderungen unterlegen. Das heißt, ich unterscheide tatsächlich an dieser Stelle zwischen, bin ich tatsächlich in der Veranstaltungsdurchführung, das werden wir im nächsten Schritt besprechen, oder bin ich noch in der Vorbereitungsphase, wo ich möglicherweise präventiv auf bestimmte Ereignisse einfließen kann. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch wenn Sie ein Sicherheitskonzept haben, dass Sie nicht damit beenden und sagen, okay, jetzt war es das für die Sicherheit. Jetzt war das für die Lagebeurteilung. Nein, ganz im Gegenteil. Sie müssten grundsätzlich, nicht müssten, Sie müssen grundsätzlich dafür sorgen, dass Sie permanent in der Lage sind, Informationen strukturiert zu erheben, das ist Lagegeschäft, auszuwerten. Die Quellen da draußen, die Informationen liegen da draußen im Wesentlichen vor. Ich muss sie nur irgendwie kriegen. Und da muss ich eben gucken, wie sage ich, wie clustere ich diese. Und diese Clusterung, wo ich Einflussfaktoren möglicherweise aus dem Interessenbereich habe, die auf meinen Verantwortungsbereich einfließen. Das können Demonstrationslagen sein, das können aber auch Ereignisse bei anderen Veranstaltungen sein. Möglicherweise interne Berichte, Statistiken, Auswertungen, alles das ist für Sie relevant. Ein Lagemensch ist ein Informationssammler, weil er nicht weiß, welche Information bringt ihm irgendwann einen Mehrwert. Also auch diese Fragestellung, wenn Sie jemanden dafür haben, der diese Lage erheben soll. Die Fragestellung, welche Parameter nutze ich denn? Wie war die Veranstaltung, wenn es eine wiederholende Veranstaltung ist, letztes Jahr gelaufen? Was waren da Probleme? Welche Herausforderungen hatten wir? Was haben wir gut gelöst? Aber auch aktuell, wie sind vielleicht die Verkaufszahlen? Wie viele Besucher erwarten wir? Haben wir einen Ansturm oder haben wir vielleicht eine Flaute, das Interesse ist gar nicht so hoch. Informationen an dieser Stelle, abseits dieses Webinars, die Empfehlung, Informationen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben einholen. Neue Kriminalitätsphänomene, neue Gefährdungsbeurteilung, die Welt da draußen dreht sich weiter. Genauso aber, wie berichten Medien darüber und was wird in den sozialen Medien dazu geschrieben. Wir hatten es gerade eben gehabt, ich habe gesagt, Verantwortungsbereich und Interessenbereich. Die Grenzen können fließen, aber Verantwortungsbereich ist immer das, wo Sie originär zuständig sind. Ihr Hausrechtsbereich, Ihr Veranstaltungsgelände, das, was in Ihrer Verantwortung liegt. Und Interessenbereich ist alles da außen herum, was aber einen Einfluss auf Ihre Veranstaltung haben kann. Zufahrts- und Anlieferungswege. Stellen Sie sich vor, Sie haben Stau auf der A10.
So, und da drin steckt der LKW, der ihre Veranstaltungstechnik liefern sollen. Da können Sie an dieser Stelle nicht sagen, das interessiert mich nicht, was auf der A10 passiert. Sie können es vielleicht nicht beeinflussen, was auf der A10 passiert, aber Sie kriegen eine Information, die einen Einfluss hat auf Ihren Verantwortungsbereich, nämlich gegebenenfalls, dass die Veranstaltungstechnik nicht rechtzeitig bei Ihnen ankommt und dass gegebenenfalls sich der Aufbauprozess verändert. Das heißt, Sie müssen gucken, was bedeutet das für mich, was da draußen passiert. Öffentlicher Personennahverkehr. Sie können nicht sagen, meine Verantwortung endet an der Hausrechtsgrenze und ja, ich schau mal, wie die Leute zu mir kommen. Ja, interessiert mich nicht so wirklich und wie die Leute nachher abreisen, interessiert mich auch nicht. Ich glaube, da haben wir nicht nur eine moralische Verantwortung dafür, dass wir sagen, wie kriegen, wenn aus meinem Stadion 50.000 Leute strömen, wie kriegen wir die weg? Aber genauso bedeutet das auch, wenn eine Störung bei der S-Bahn, beim Regionalverkehr ist, was bedeutet das, wenn meine Besucher nicht zu meinem Veranstaltungsort kommen? Was bedeutet das für meine Veranstaltung? Verzögere ich den Beginn? Kann ich überhaupt verschieben? All diese Fragen. Veranstaltungsumfeld ganz kurz mal umrissen, alles ganz individuelle Entscheidungen, die berücksichtigt werden müssen. Gibt es Parallelevents? Wie haben die einen Einfluss? Naturschutz? Wie stehen die Anwohner zu meiner Veranstaltung? Und letztendlich das, was wir auch schon die ganze Zeit gesprochen haben, Politik und Rechtsgrundlagen. Und nicht nur in Corona. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt in der Planung für ein Event in 2021. Und dieses Event soll im Herbst 2021 stattfinden und im März findet ein Terroranschlag statt. Sie können davon ausgehen, dass, wenn dieser Terroranschlag in Deutschland stattfindet, dass das einen Einfluss darauf haben wird, wie Ihre Veranstaltung stattfinden wird. Und wer sich die Entwicklung, Sie kennen die Entwicklung möglicherweise sogar besser als ich diese Entwicklung kennenlerne, Taschenbeschränkung, Bodychecks, alles das, was sich da in den letzten Jahren getan hat, das müssen Sie kommunizieren. Das hat einen Einfluss auf Ihre Veranstaltung, das hat einen Einfluss darauf, wie die Besucherregelung stattfindet und das hat einen Einfluss darauf, was letztendlich Ihnen dann als Handlungsoptionen zur Verfügung stehen. Die Grenzen, habe ich eingangs schon gesagt, können fließend sein zwischen Interessen und Verantwortungsbereich. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wofür Sie tatsächlich zuständig sind. Aber im Kern muss ich mir wirklich auch darüber Gedanken machen, wie das gegebenenfalls, ja, letztendlich für mich läuft. Aber Interessenbereich und Verantwortungsbereich ist auch immer eine Frage des Standpunktes. Sind Sie Veranstalter der Lollapalooza gewesen oder der Fusion? Dann ist das Ihr Verantwortungsbereich. 2017, Abreisechaos, ja, bestimmte Themen waren im Vorfeld erkennbar gewesen. Das kann ich deshalb sagen, weil ich das tatsächlich für die Deutsche Bahn ausgewertet habe. Aber auch Fusion, da verändert sich etwas, da verändert sich eine sicherheitspolitische Lage, dass die Polizei für sich selber in ihrer eigenständigen Verantwortung die Entscheidung trifft, ich möchte da jetzt einen Polizeicontainer auf der Veranstaltung haben und ich möchte erhebliche Präsenz zeigen. Das ist nicht nur auf die Fusion betrachtet. Diese Diskussion, was bedeutet das denn, wird ganz schnell in den Kontext gesetzt, auch vielleicht zu Ihrer Veranstaltung, zu Ihrem Festival, was Sie durchführen wollen. Ein tragischeres Beispiel, aber wo es vielleicht tatsächlich noch etwas deutlicher wird, versteckte Kameras auf Damen-WCs. Hier bei einer Veranstaltung beim Festival in Tutum dokumentiert. In diversen Reportagen groß kommuniziert. Aber da können Sie davon ausgehen, dass das, wenn das präsent ist, und davon können Sie auch ausgehen, dass das präsent sein wird, dass es da an dieser Stelle dazu kommen wird, dass man Sie fragt, wie gehen Sie denn als Veranstalter damit um? Wie sind Sie vorbereitet? Wie schützen Sie die Frauen? Und wenn Sie Vorbereitung. Wenn Sie in der Durchführung sind und Sie stellen dort fest, dass es dort versteckte Kameras gibt, was bedeutet das in diesem Moment für Ihre Veranstaltungsdurchführung? Und den größten Knaller an dieser Stelle haben wir alle, wenn es dann dazu kommt, dass es zu Veranstaltungsabsagen kommt. Hier an dieser Stelle wirklich nochmal gesagt, Verantwortungsbereich, Interessenbereich abgrenzen, aber die eindeutige Botschaft, das, was da draußen passiert,
hat Einfluss auf Ihre Veranstaltung. Und das verändert Ihre Veranstaltung, das verändert Ihr Sicherheitskonzept und das haben Sie und müssen Sie berücksichtigen. Im zweiten Schritt, auch das letztendlich kein Hexenwerk an dieser Stelle, Lagebeurteilung. Sie kontextuieren. Sie setzen das, was Sie jetzt in Ihrem Lagebild zusammengestellt haben, die unterschiedlichen Informationen, die Sie zusammengetragen haben, in einen Kontext. Und da haben Sie eigentlich drei Aspekte. Der erste Aspekt ist Beurteilung der Rahmenbedingungen. Reichen die Informationen aus? Ist da so eine klassische Frage? Welche Lageentwicklung habe ich gegebenenfalls gegenüber dem Sicherheitskonzept, was ich schon erstellt habe? Und was bedeutet das daran, wenn ich daraus veränderte Risiken habe? Festlegung, Interessen, Verantwortungsbereich, Änderung möglicherweise der rechtlichen Rahmenbedingungen und der allgemeinen Sicherheitslage. Das setzen Sie im Kontext. Und dann, und das ist mein wirklich großer Tipp an dieser Stelle, bevor Sie sich mit sich selber beschäftigen, beschäftigen Sie sich mit dem Dritten. Schauen Sie sich an, wie positionieren sich Polizei, Stadt, Kommune, Ordnungsämter, wer auch immer da in Ihrer Veranstaltung mit involviert ist. Weil wir müssen ja davon ausgehen, wenn wir in der nächsten Schritt von Handlungsoptionen sprechen, reden wir hier über Geld. Und wenn wir über Geld reden, dann reden wir über enge Budgets, über Themen, die irgendwie in der Finanzierung stehen und wo Sie Nachfragen bekommen. Wenn Sie aber schauen und feststellen, die Polizei positioniert sich hier schon, die fahren die Streifenkräfte hoch, die verlagern vielleicht ihre Schwerpunkte irgendwie, dann kann das aber auch für Sie bedeuten, dass Sie sagen, okay, ich muss vielleicht nicht mehr Kräfte fahren, ich muss meinen Fokus nur verlegen. Da, wo die Polizei ist, muss vielleicht ich nicht sein. Und da, wo ich bin, muss vielleicht die Polizei nicht sein. Treten Sie in den Dialog und klären Sie mit der Polizei. Wie schätzt ihr das ein? Wie definiert ihr da Risiken? Habt ihr andere Maßnahmen als vorneweg geplant? Und welche Erwartungen habt ihr an mich? Aber nicht nur Polizei, ich habe es ja auch eingeschrieben, Nachbarschaft, Stadt, Kommune, alle, die da irgendwie involviert sind. Welche Erwartungen habt ihr an mich? Was habe ich zu erfüllen? Und dann komme ich erst in einem zweiten Schritt zur Positionierung meiner eigenen Kräfte. Und da muss ich gucken, was bedeutet denn die Bewertung, das habe ich gesagt, fangen Sie damit an, was machen andere? Was bedeutet das, was andere macht für Sie selber? Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass Sie sich komplett neu aufstellen müssen. Ich habe es gerade eben gesagt, vielleicht verschieben wir einfach da nur was. Welche Risiken und Gefahren entstehen da neu, verändern sich? Wie bewerte ich dann meinen eigenen Kräfteansatz, meine Maßnahmen und ändert sich eigentlich was an meinem Schutzwiderstand? Den ich ja irgendwo mal definiert habe. Ich habe ja irgendwo und hoffentlich im Sicherheitskonzept definiert, was mein Schutzziel ist. Ändert sich daran was? Und auch die Fragestellung im Gesamt, bin ich denn eigentlich dafür verantwortlich? Sehr wichtige Diskussion und das haben wir im Dezember bei den Weihnachtsmärkten hier in Berlin, aber ich denke mal auch woanders gelernt und erfahren müssen, wo die Ordnungsbehörden reinschreiben, dass der Schutz von Gefahren aus terroristischen Anschlägen in der Pflicht des Veranstalters liegt, wo es hier Urteile gab in Berlin, die sich mit der Fragestellung beschäftigt haben, muss von einer öffentlichen Gefährdung, die für alle gilt, muss der Veranstalter das tragen oder ist das nicht eigentlich eine Thematik, die von denjenigen zu tragen sind, die tatsächlich dafür verantwortlich sind, die öffentliche Hand und die öffentlichen Sicherheitsbehörden. Klären Sie das. Und ich kann Ihnen an dieser Stelle nur empfehlen, gehen Sie in den Dialog mit anderen und fragen Sie, was macht ihr, was erwartet ihr und wie kriegen wir letztendlich, salopp gesagt, die Kuh vom Eis. Weil die haben genauso einen Kostendruck, der vielleicht nicht als Kosten möglicherweise definiert wird, sondern über Personalzahlen gehen. Sie haben einen Kostendruck. Bei einem Ende ist jede Maßnahme bei Ihnen etwas, was Geld kostet. Und dann kommen wir in den Schritt der Handlungsmöglichkeiten. Und ich habe es hier als ersten Punkt aufgeschrieben, weil man kann es nicht oft genug betonen und ich erlebe es immer wieder, wenn man vor ein Problem gestellt wird, dass es dann heißt, ja, ich habe da noch ein Konzept in der Schublade da unten irgendwo drin.
Und das hat die letzten 5 Mal schon funktioniert. Ja, es funktioniert dieses Mal auch. Sie müssen berücksichtigen: Täter, Störer, Einflussfaktoren sind individuell, weil sie letztendlich auch von Individuen begangen werden, die das umsetzen. Die machen doch auch letztendlich nichts anderes als eine Lagebeurteilung in Anführungsstrichen. Die gucken sich an, was hat letztes Mal gut funktioniert beim letzten Anschlag, um jetzt mal das härteste Beispiel zu nehmen, und wie muss ich vielleicht mein Vorgehen verändern, um möglicherweise einen größeren Taterfolg zu haben. Aber nicht nur Anschläge, auch Drogeneinschmuggel, andere Straftaten, die bei Veranstaltungen durchgeführt werden. Und das heißt, ich muss jedes Mal mich mit den gleichen Parametern beschäftigen. Ich muss gucken, was hat sich verändert, was können da für Lehren rausgezogen werden. Das heißt, ich muss jedes Mal ein individuelles Konzept haben. Führen Sie, und das fällt uns Menschen tatsächlich auch schwer, wenn Sie Optionen aufschreiben, führen Sie noch keine Bewertung vor. Schreiben Sie wirklich alles zusammen mit Ihren Kollegen, mit Beratern, mit Fachdienststellen oder ähnliches, schreiben Sie alles auf, was Ihnen einfällt. Von Nichtstun, und das muss an dieser Stelle hier wirklich auch mal betont werden, Nichtstun kann auch eine Handlungsoption sein. Bis Fort Knox. Und in dieser Bandbreite agieren Sie, können Sie nachher agieren. Nämlich nur, wenn Sie alle Handlungsmöglichkeiten aufschreiben, kommen Sie zu dem Ergebnis, was kann ich denn letztendlich bewerten? Und ich habe es gesagt, Entscheidungen kosten Geld, Maßnahmen kosten Geld. Und deshalb ist es umso wichtiger, wenn Sie nicht selber der Entscheidungsträger sind, sondern nur eine begründete Empfehlung, Entschuldigung, eine begründete Empfehlung abgeben, dass Sie Vor- und Nachteile der einzelnen Handlungsoptionen aufschreiben. Dokumentieren Sie für sich selber Ablehnungsgründe, die Sie bekommen. Und ich möchte jetzt nicht auf das Beispiel Love Parade oder andere Veranstaltungen eingehen, aber Sie sollten gucken, dass Sie das für sich so entsprechend auch dokumentieren, wenn Sie nicht sowieso Entscheidungsträger sind und nachher die Gesamtverantwortung tragen, dass das Handeln eines anderen, der eine Entscheidung trägt, nicht auf Sie zurückfallen kann. Und im Ergebnis kann es sein, dass Sie eine Fortschreibung des Sicherheitskonzepts haben, eine Anpassung von Personalstärken, Zugangsregulierung, Perimeterschutz verändern, was auch immer. Und wir reden hier jetzt die ganze Zeit über eine Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen. Veränderungen können aber auch bedeuten, dass bestimmte Risiken möglicherweise gar nicht mehr existieren. Und ich kann auch Sicherheitsmaßnahmen, die ich vorne weggelegt habe, wieder reduzieren. PDCA-Zyklus, den kennen Sie alle aus dem Qualitätsmanagement, aus dem Projektmanagement, wo auch immer. Plan, Do, Check, Act. Sie fangen wieder von vorne an. Sie dürfen in einem Sicherheitskonzept niemals davon ausgehen, dass Sie irgendwann einen Status quo haben, der für immer gilt. Ich habe Kunden beispielsweise, die kommen vielleicht dann mehr aus dem baulich-technischen Sicherheitskonzeptionierung. Die kommen auf mich zu und sagen: Ja, Herr Horn, also wir sind letzte Nacht hier angegriffen worden, Farbbeutelanschlag oder ähnliches. Wir haben doch ein Sicherheitskonzept. So. Und dann sage ich: Schicken Sie mir mal die Unterlagen, und ich gucke rein und sage: Ja, das Sicherheitskonzept ist von vor 5 Jahren. Da gab es keinen Mechanismus, der gesagt hatte: Ich schaue mir in regelmäßigen Ständen an, was das letztendlich, wie sich die Welt da draußen verändert. Und wenn ich jetzt meinen Standort habe, der vor 5 Jahren vielleicht, wo ich gepasst habe, vielleicht als Unternehmen gepasst habe, weil ich ein junges, innovatives Startup bin und bin plötzlich angewachsen zu einem Großkonzern, der versucht, irgendwo Steuern zu sparen oder ähnlichem, dann verändert sich meine Botschaft nach außen. Das muss ich aber auch berücksichtigen. Das heißt, ich brauche einen PDCA-Zyklus. Es kann aber auch sein, dass diese Veränderung gar nicht durch meine kommt. Ich bin immer noch das Startup, vielleicht ein bisschen organisierter, ein bisschen strukturierter, ein bisschen größer, aber mein Umfeld hat sich verändert. Da ist vielleicht ein Gentrifizierungsprozess eingeleitet worden, der dazu führt, dass Widerstände kommen. Und deshalb heißt das, Sie dürfen nie ins Stocken kommen. Sie müssen gucken, sinnvoll die Abstände sind dazwischen. Sie müssen sich jetzt nicht 24/7 damit beschäftigen, was da draußen passiert, aber legen für Sie sich für sich Intervalle fest, wie Sie in diesen Zyklus reinkommen, wo es darum geht,
immer wieder zu gucken, was hat sich verändert, was hat das für einen Einfluss, wie muss ich darauf reagieren und was verändere ich. Das ist die zweite wichtigste Botschaft, die Sie hier mit. Jetzt haben Sie vielleicht gesagt, oh ja, wissen Sie, das, was Sie hier vorgestellt haben, Sie haben ja gesagt, das machen wir alltäglich. Das kennen wir bei Kindern, das kennen wir bei Haustieren, das ist kein Hexenwerk. Und da sage ich Ihnen, Sie haben vollkommen recht. Das ist kein Hexenwerk. Die Methodik ist kein Hexenwerk. Wer Ihnen da was anderes erzählt, der erzählt da wirklich Mist, weil man muss sich damit beschäftigen, man muss eine Struktur für sich finden, man muss eine Dokumentation für sich finden. Aber im Ergebnis ist das kein Hexenwerk. Das Hexenwerk ist, wie kommen Sie an die Informationen? Woher bekommen Sie die Informationen? Wie verarbeiten Sie die Informationen? Und da sind wir dann bei Ressourcen. Und klar, klassische Unterscheidung, personell, fachlich, technische Unterscheidung. Aber das ist bei Ihnen in der Veranstaltungswelt, glaube ich, noch etwas komplizierter als bei uns. Und wir gehen jetzt langsam, Sie stellen das fest bei den Ressourcen auch und den beschriebenen Faktoren, wir gehen jetzt langsam rüber in die Veranstaltungsdurchführung. Und da ist die Frage beim Personal immer Zeit und kann ich meinen Tätigkeitsbereich verlagern? Habe ich das Budget? Das ist der Idealfall. Das ist vielleicht, findet auch vielleicht bei großen Veranstaltungen statt, dass ich ein Lagezentrum, eine Leitstelle habe, irgendwas, wo sich Leute nur damit beschäftigen, wie bearbeiten Behörden miteinander zusammen und wie verteile ich Informationen. Ich werde Ihnen am Ende ein Beispiel hier aus Berlin nehmen, zeigen, das gar nicht so alt ist, wo es darum geht, um die Fragestellung, wer hätte das feststellen können, wer entscheidet das und wohin führt das? Verlagerung der Tätigkeiten. Können Sie, und das ist die Frage, müssen Sie nur für sich beantworten, können Sie Einsatzleiter, Veranstaltungsleiter aus der eigentlichen Aufgabe herauslösen, sodass Sie einen Tätigkeitsschwerpunkt verlagern haben? Und haben Sie bei diesen Personen, denen Sie sagen, du bist jetzt dafür da, Lage zu beobachten und zu beurteilen, haben Sie die Kompetenz bei diesen Menschen? Nicht nur diese Methodik, sondern wie suche ich Informationen? Ich kann Ihnen sagen, und da will ich gar keine Werbung machen, aber nur mal als Beispiel, ich entwickle gerade zusammen mit einer Akademie für klassisch private Sicherheitsdienstleister in der Aus- und Fortbildung ein Schulungskonzept, wo wir uns nur damit beschäftigen, Medienkompetenz zu erwirken. Und da können Sie stundenlang darüber sprechen, wie suche ich Informationen im Netz? Wie kriege ich diese? Welche Systeme benutze ich da? Welche Tücken habe ich? Welche Fallstricke habe ich? Und da müssen Sie sich die Frage stellen, haben Sie diese Kompetenz bei sich selber, in Ihrer Organisation? Und wie beschaffe ich diese Informationen? Und noch wichtiger, habe ich das Netzwerk? Ansprechpartner, Austauschmöglichkeiten, Entscheidungen. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Sie stellen fest, dass es im ÖPV Störungen gibt. Hier in Berlin würde man sagen, auf der Stadtbahn möglicherweise und Ihr Veranstaltungsort ist da und es ist alles im Vorneweg. Sie haben super geplant. Sie haben im Vorfeld alles geplant. Sie haben gesagt, okay, wie kriegen wir den Abfluss der Personenstrom? Ich habe hier 50.000 Leute, wie gehen die weg? Und Sie stellen dann fest, Sie haben eine Störung im ÖPV. Wer wird angerufen? Rufen Sie die VBB Fahrplanauskunft an und sagen, ach, seien Sie mir nicht böse, aber ich habe mal hier eine Frage und ein Problem. Ich habe hier 50.000 Besucher, die gleich diese Veranstaltung verlassen werden. Und ich habe gehört, die fahren keine Züge. Übrigens, was machen wir denn jetzt? Die laufen ihre Bahnhöfe zu. Mit dem Takt hätten wir das relativ gut geschafft, mit ein bisschen Verzögerung, Crowdmanagement an dieser Stelle möglicherweise. Aber jetzt laufen ihre Bahnhöfe voll mit Menschen an zwei Verkehrsstationen, vielleicht 30.000 Menschen, der Rest kommt irgendwie anders weg. Glauben Sie, dass Sie an dieser Stelle, wenn Sie nicht vorbereitet sind, sondern jetzt anfangen zu googeln, wen kann ich denn anrufen, denjenigen erreichen, der dann tatsächlich an der anderen Schippe sagt, ja, ich kann Ihnen da helfen und zwar so oder so, kann ich Ihnen sagen, das funktioniert nicht. Da brauchen Sie nicht nur die Kompetenz drin, sondern Sie müssen wissen, wen Sie ansprechen können im Interessenbereich, wenn da was passiert und gegebenen Einfluss hat, gegebenenfalls einen Einfluss hat
auf ihren Verantwortungsbereich und umgekehrt ihr Verantwortungsbereich einen Einfluss auf den Interessenbereich hat und wen sie dort ansprechen können, der dann auch Entscheidungen treffen kann, der ihnen Empfehlungen geben kann, wie sie darauf reagieren. Und das alles muss natürlich in einem technischen Kontext stehen. Das heißt, welche Systeme stehen mir zur Verfügung? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe jetzt extra mein Smartphone weggelegt, um bei der Aufnahme hier nicht gestört zu werden. Auf so einem Bildschirm Lagebeurteilung durchführen. Das können Sie maximal machen, wenn Sie explizit gerade in diesem Moment etwas suchen. Ansonsten sage ich Ihnen aus meiner persönlichen Erfahrung, aus dem Lagegeschäft kommen, Sie brauchen vernünftige Anbindungen, Sie brauchen vernünftige Systeme, Sie benötigen eine vernünftige Infrastruktur und ein technisches Umfeld dafür. Alles andere kann ich Ihnen sagen, nice try, aber das wird schief gehen. Und jetzt stellen Sie vielleicht fest, warum ich sage, es ist im Kern ist das kein Hexenwerk. Das ist auch kein Hexenwerk, vielleicht um das mal zu vergleichen mit der Thematik, ich schreibe ein Buch, ja, ich setze mich hin, ich weiß, ich muss Kapitel schreiben, ich brauche irgendwo eine Überschrift, ich brauche ein Inhaltsverzeichnis, aber ich muss es mit was füllen. Und das haben Sie das Gleiche hier an dieser Stelle mit der Lagebewältigung. Sie müssen das, was Sie entscheiden wollen, wo Sie Optionen finden, müssen Sie mit was füllen und diese Informationen müssen Sie irgendwo herbekommen. Und das ist an dieser Stelle tatsächlich das Hexenwerk. Wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, vor Veranstaltungsbeginn. Das ist richtig Planungsphase. Ich habe das angedeutet, ich möchte es Ihnen jetzt aber hier nochmal grafisch darstellen. Sicherheitskonzept versus Lagerarbeit. Das wäre ja jetzt eine logische Frage daraus. Also warum schreibe ich denn überhaupt ein Sicherheitskonzept, wenn ich sowieso Lagerarbeit mache? Und warum mache ich Lagerarbeit, wenn ich sowieso ein Sicherheitskonzept habe? Das Versus streichen Sie. Das geht Hand in Hand. Was machen Sie beim Sicherheitskonzept, wenn Sie schreiben? Ganz rudimentär und ich hoffe, dass wir an dieser Stelle noch ein Webinar finden von der IBIT irgendwo zu Sicherheitskonzepten, dass das im Detail eingeht. Aber ich sage es hier auch nochmal. Sie identifizieren Risiken, Gefährdungen, Bedrohungen zu dem Zeitpunkt, wo Sie schreiben. Evaluieren diese, bewerten diese Risiken, hinterlegen diese mit Maßnahmen und gehen vielleicht in eine Risikokonzeptionierung, dass sie sagen, okay, ich trage diese Risiken oder ich verschiebe sie oder ähnliches. Aber, wie gesagt, dynamische Welt, Risiken verändern sich, entwickeln sich weiter, neue entstehen. Diese müssen Sie erkennen aus dem Lagebeurteilung, aus dem Lagebild heraus. Und die fangen Sie dann wieder an zu bewerten. Lagebeurteilung, um dann gegebenenfalls das Sicherheitskonzept wieder anzupassen. Das heißt, Lagerarbeit ist eine Fortschreibung letztendlich Ihres Sicherheitskonzeptes, wenn Sie in der Planungsphase und der Vorbereitungsphase sind. Lagebild und Lagebeurteilung sind natürlich oder können natürlich auch Bestandteil in der Planungsphase sein für die Sicherheitskonzeptionierung, aber sollten Sie wissen, beziehungsweise empfehle ich Ihnen da eine entsprechende Lektüre oder das Webinar von der IBIT. Kommen wir zur Lagerarbeit während der Veranstaltung. Wenn Sie sich einmal vor Augen führen, wer bei Ihrer Veranstaltung im Verantwortungsbereich tätig ist, dann ist das hier sicherlich nur, was ich hier aufgezeichnet habe, eine Grundstruktur von denjenigen, die daran beteiligt sind. Aber und ich habe es gesagt und ich betone es, Lagebild entsteht daraus, dass ich aus unterschiedlichsten Quellen mir diese Informationen zusammenziehe. Das heißt, bei jedem, der beteiligt ist an der Veranstaltungsdurchführung, werden Einzelinformationen generiert. Und ich kriege nur den Mehrwert daraus, wenn ich diese Einzelinformationen zusammenhole und in einer Gesamtbetrachtung beurteilen. Und das ist das Lagebild in der Veranstaltungsdurchführung. Was da draußen passiert plus dem, was bei mir hier drinnen passiert, ergibt ein Lagebild. Und das habe ich gerade eben gesagt. Zusammentragen von Einzelinformationen. Licht ins Dunkeln. Da unten finden wir wieder die Abbildung. Licht ins Dunkeln finden. Einzelinformationen zusammentragen. Parameter definieren für Ihre Veranstaltung, wenn Sie derjenige sind, wenn Sie ein Lagezentrum haben oder verantwortlich dafür sind. Ich möchte es Ihnen mal
an einem Lagebild Drogen in Anführungsstrichen verdeutlichen. Können Sie auch letztendlich jedes andere Beispiel nehmen. Ich habe es jetzt nochmal genannt, weil ich finde, das ist vielleicht auch in einer überspitzten Darstellung tatsächlich etwas, was es veranschaulicht macht. An einzelnen Positionen werden einzelne Informationen generiert. Und wenn wir jetzt mal über Drogen, das Einbringen von Drogen sprechen, dann werden Sie Feststellungen am Einlass machen durch Bodycheck, Taschenkontrollen, ähnliches, Taschennachschauen, ähnlichen. Und da werden Sie Parameter finden, Kennzahlen, festgestellte Personen, Anzahl der festgestellten Menge, vielleicht auch Anzahl der festgestellten Art. Das ist eine Information. Was machen Sie damit? Sagen Sie, oh, mein Einlass funktioniert gut, nur wenn ich mir praktisch die Kennzahl Einlass gucke? Nee, ich weiß noch gar nicht, wie viel da drin ist. Also wie hoch ist der Anteil des Tatsächlichen von dem, was auf meiner Veranstaltung, auf meinem Festival hier reingebracht wird. Das heißt, Sie gucken sich an, wo kann ich weitere Informationen generieren. Und die zweite Informationsquelle kann vielleicht die Polizei sein, die vor Ort auch Feststellungen macht. Beschlagnahmte Menge an Drogen, festgestellte Personen etc. Und Sie stellen fest, was ich am Einlass feststelle, was ich bei dadurch die Polizei feststelle, 1 plus 1 ergibt 2, da bin ich tatsächlich in einem Bereich, wo ich langsam sage, okay, ich kriege mein Dunkelfeld, meine Dunkelheit langsam erhellt. Und dann überlegen Sie noch, wo kann ich denn noch Informationen erkennen? Stellen fest, natürlich, Sie haben ja auch medizinischen Dienst auf dem Veranstaltungsgelände. Und gucke mal, wie viele Einsätze haben die durch Drogenmissbrauch, Drogenkonsum. Und das addiere ich zusammen und ich kriege plötzlich ein Lagenbild. Aus Einzelinformationen habe ich eine Gesamtschau gemacht und weiß ungefähr, okay, was bedeutet das für mich? Und wenn ich dann feststelle, dann kann ich eingleiten und sagen, okay, beurteilen von Maßnahmen, ableiten von Maßnahmen. Und dann kriege ich auch die Handlungsoptionen, die ich so brauche. Weil ich muss mir dann darüber Gedanken machen, habe ich meine Einlasskontrollen schon vollkommen ausgereizt? Ja, nein. Wenn ich schon am Limit bin, was mir rechtlich möglich überhaupt ist, dann weiß ich, dann kann ich an dieser Stellschraube nicht drehen. Dann kann ich aber auch möglicherweise davon ableiten, mein Einlass ist gar nicht das Problem. Die Drogen werden nicht über den Einlass reingebracht. Und dann komme ich zur nächsten Möglichkeit. Okay, wenn ich da nicht mehr schrauben kann und ich dort eigentlich 99%ige Sicherheit habe am Einlass, wo können die dann tatsächlich herkommen? Und dann komme ich dahin und überlege mir, ja, wie sieht es eigentlich mit meinem Perimeterschutz aus? Ist der ausreichend? Was sind meine Streifen aus dem Gelände? Hat die jemand anders vielleicht eingebracht vor Veranstaltungsbeginn? Aber das kriege ich nur, diese Gedankengänge kriege ich nur hin, wenn ich weiß, wonach ich suchen muss. Und wonach ich suchen muss, weiß ich nur, wenn ich mir nicht nur einen Bereich anschaue, sondern mir sage, okay, dort so viel und wenn die Polizei und meine Security die nicht mehr schnappen, dann ist das möglicherweise der Output davon, von dem, was mein Dunkelfeld darstellt, wie viele Leute sich auf meinem Veranstaltungsgelände möglicherweise bewegen, die mit Drogen dealen, die Drogen konsumieren, mit eingebracht haben. Und das ist letztendlich das, was ich gerade eben gesagt habe, deshalb auch in Anbetracht der Zeit überspringe ich das ein bisschen. Das ist letztendlich das Ergebnis, wo Sie hinkommen müssen. Sie müssen gucken, welche Gedankengänge können Sie haben. Und ich möchte Ihnen nochmal eins zur Social Media Analyse sagen. Es ist super, dass wir heutzutage überall Hashtags verwenden. Finde ich aus einer Perspektive eines Security-Verantwortlichen, finde ich klasse. Wenn ich die Möglichkeit habe, für meine Lagebeurteilung das zu benutzen, indem ich die Ressourcen habe, die während meiner Lagebeurteilung auszuwenden. Und das kriege ich nur hin, wenn ich nicht sage, okay, liebe Leute, twittert alle unter diesem Hashtag. Wer Nachrichten schreibt, möchte gefunden werden. Das heißt, die werden diesen Hashtag, ihre Besucher werden diesen Hashtag nutzen. Da wird viel Lob, da werden Bilder kommen, da wird aber auch Kritik und Probleme erscheinen. Wenn Sie das aber nutzen und am Ende des Tages das nicht auswerten, live auswerten, sondern 2 Tage später, nachdem Sie vielleicht nach der Aftershow-Party auch noch Ihren Kater auskuriert haben,
dann bringen Ihnen diese Hashtags nichts. Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und ich habe es gesagt, Beispiele für Lagen. ÖPNV haben wir ausreichend, glaube ich, angesprochen. Wie kriege ich die Informationen dafür, dass da draußen was passiert und in 5 Minuten ist Veranstaltungsende? Unwetter, Sturm, muss ich Ihnen gar nicht sagen, da hat sich eine Menge getan in den letzten Jahren. Da sind Sie gut aufgestellt, womöglich gut aufgestellt, wenn Sie da entsprechende Konzepte haben. Aber ich habe es bei Ressourcen gesagt, ich möchte mit Ihnen über ein Beispiel noch mal kurz sprechen, wo ich tatsächlich das sehr plastisch sehe, zu sagen, Ressourcen, wer macht das, wer tut das? Sie haben es vielleicht mitbekommen, eine Schüsse vom Tempodrom, vor gar nicht so langer Zeit gewesen, draußen, Auslassbereich des Veranstaltungsortes, hat eine Straftat stattgefunden, eine sehr heftige Straftat. Auf eine Person wurde geschossen, oder auf mehrere sogar wurde geschossen, eine Person verstarb. Und das geschah kurze Zeit vorm Veranstaltungsende. Und das ist dann für Sie die Frage, kriegen Sie das mit? Wenn ja, wer kriegt das mit? Wer ist in diesem Moment, Stichwort Ressourcen, wer ist in diesem Moment in der Lage, auf die Polizei zuzugehen, mit denen abzuklären, was machen wir, die Beurteilung durchzuführen, welchen Rahmenbedingungen sind wir, welche Handlungsoptionen habe ich und wer ist in der Lage, das zu entscheiden? Und das Beispiel lege ich Ihnen wirklich an die Hand zu gucken. Das ist gut abgelaufen, man hat dann Hintereingänge abgelaufen, man hat die nicht nach vorne ausgelassen, nach hinten abgelassen, Besucher informiert, das war wirklich klasse. Aber das ist eine Lage gewesen, die, ohne es zu wissen, aber es ist meine Vermutung an dieser Stelle, nicht so geplant gewesen ist, die nicht konzeptioniert wurde in diesem Ausmaße und die letztendlich dazu führte, dass jemand eine Entscheidung treffen musste, der es beurteilen musste, Optionen. Es hätte ja auch sein können, okay, die Leute bleiben da drin, in dem Veranstaltungsgelände, müssen halt so lange warten, bis die polizeilichen Maßnahmen zu Ende sind. Aber auch da ist die Frage, was bedeutet das wieder? Und die Frage, an welcher Stelle passiert das? Ganz abschließend, und ich bin wirklich gut in der Zeit, das freut mich an dieser Stelle selber, möchte ich mit Ihnen das mal an einem Beispiel nochmal durchgehen, dass es für Sie plastischer wird. Sie werden es alle mitbekommen haben, 24.02. Rosenmontag, Volkmarsen. Stellen Sie sich vor, oder setzen Sie sich in die Position, Sie sind bei irgendeinem anderen hessischen Fastnachtsumzug, Karnevalsumzug, wie auch immer man das nennt, da bin ich nicht der Fachmann, der Veranstaltungsleiter, der verantwortliche Person. Ihre Veranstaltung ist im vollen Gange, die Leute haben gute Laune, üblichen Probleme, die sie alle berücksichtigt haben, man trinkt einen über den Durst, einzelne Körperverletzungen möglicherweise, aber es läuft alles. Und dann kriegen Sie die Lageinformation. 15.18 Uhr. Medienbericht, in Volkmarsen ist ein Auto in den Rosenmontagsumzug gefahren. Und ich kann Ihnen garantieren, weil ich da selber in dieser Situation war mit Volkmarsen, dass das genauso abläuft. Irgendjemand kommt auf Sie zu und sagt, haben Sie gehört, was in Volkmarsen passiert? Haben Sie, Sie lesen das irgendwo, Sie haben gerade, weiß ich nicht, Sie haben Push-Benachrichtigungen von irgendjemandem aktiviert. Und so läuft das ab. Das ist die initiale Lageinformation, die Sie bekommen. Und Sie fangen an, die Informationen zusammenzutragen und erstellen ein Lagebild. Ich habe Ihnen hier den Stand draufgeschrieben, den Uhrzeitstand. Der ist unglaublich wichtig. Erinnern Sie sich an den PDCA-Zyklus, die Lageinformation. Sie haben letztendlich einen kleinen, das wollte ich an dieser Stelle gar nicht aufzeichnen, Sie haben aber auch einen kleinen, sich immer wiederholenden Kreislauf bei den Lageinformationen. Vor allem bei solchen Ereignissen, wie Sie haben, wie wir sie hier haben, auch als Beispiel haben, wird die Informationsflut, die dann darauf Sie zukommt, und ich kann Ihnen nur sagen, beschäftigen Sie sich mit dem Thema Ressourcen. Wenn so etwas eingeleitet wird und so etwas startet, dann sind Sie dabei und dann wird das, kriegen Sie eine Informationsflut, da kriegen Sie tausende Tweets, da kriegen Sie tausende Informationen und fragen Sie sich mal, können Sie das im Regelgeschäft auswerten, bewältigen? Bei Ihrer Veranstaltung, als Sie, als derjenige, der nicht betroffen ist, Ihre läuft doch weiter, da gibt es doch auch weitere Informationen, die auf Sie zukommen. Vermischen Sie das? Lassen Sie dann das Regelgeschäft liegen
oder versuchen Sie, da eine saubere Trennung hinzubekommen. Und Sie kommen vielleicht in diesem Punkt in Lagebild, das ist die Information. Und diese Information müssen Sie aushalten. Sie werden gefragt werden. Oh, war das ein Terroranschlag? Ist das bei uns zu rechnen? Ist das eine Serie? Arbeiten Sie an dieser Stelle professionell. Ein Lagebild stand hier 15:30 kann nur das an Informationen behalten, was zu diesem Zeitpunkt auch bekannt war und was letztendlich auch nicht in Spekulationen ist. Und Sie kommen dann in die Lagebeurteilung. Klassische Fragen hier ein bisschen verkürzt. Was bedeutet das für meine Veranstaltung? Wie reagieren die Besucher? Möglicherweise, wenn ich darüber berichte, möglicherweise aber auch nicht, wenn ich nicht darüber erzähle. Welche Maßnahmen treffen jetzt die BOS? Beispielsweise bei Volkmaßen, das werden wir, glaube ich, auch gleich sehen, nochmal in der Lageinformation. Die Mainzer Polizei hat sehr schnell reagiert, hat ihre Drohnen angepasst, die Flüge etc. Und in der Lagebeurteilung Kontext setzen wieder. Was bedeutet das für mein Sicherheitskonzept? Habe ich mir das, solches Szenario, ist das im Sicherheitskonzept möglicherweise schon vorgesehen, dass ich, weiß ich nicht, fahrzeugstoppende Poller habe, Blockaden habe, ähnliches. Möglicherweise bin ich ja gar nicht irgendwo draußen auf der Straße, sondern ich habe eine Karnevalsveranstaltung in meinen Räumlichkeiten. Da verschiebt sich das vielleicht, was passiert, wenn ich einen Auslass habe, fährt da jemand die Mängel? Oder ich komme vielleicht zur Beurteilung, dieses Szenario war bei uns gar nicht vorgesehen. Risiken verändern sich. Das war nicht so. Und jetzt zeigt plötzlich ein Beispiel, dass es doch so sein kann. Und dann ist die Frage, was machen Sie? Und Sie sind dann bei den Handlungsoptionen. Nichts tun. Ich sage Ihnen immer wieder, nichts tun kann eine Option sein. Sie haben beispielsweise ein Sicherheitskonzept, sieht entsprechende Schutzmaßnahmen für das Szenario um. Sie gehen aus der Lagebeurteilung, Lagerarbeit raus in Ihr Sicherheitskonzept, Ihre Standardmaßnahmen, dafür vorgesehene Maßnahmen, wenn Sie feststellen in der Lagebeurteilung, das passt. Sie können sensibilisieren, Sie können Informationen ausgehen, Sie können nochmal mit dem Austausch in die Polizei gehen, weil Sie vielleicht in der Beurteilung festgestellt haben, oh, die Informationen reichen mir nicht aus. Das ist die ganze Bandbreite. Und erinnern Sie sich vorhin, was ich Ihnen gezeigt habe. Nichts tun bis Fort Knox. Und Fort Knox wäre vielleicht an dieser Stelle hier die Veranstaltung sofort absagen. Alles wieder saubere Dokumentation mit Uhrzeit. Sie kommen vielleicht zur Entscheidung, indem Sie feststellen, oh, das war gar nicht so vorgesehen oder es war vorgesehen gewesen. Das haben wir in unserem Konzept. Entscheidung und Umsetzung. Personalien werden verstärkt an den Zufahrtswegen in einem rotierenden System. Meldung von verdächtigen Fahrzeugen gehen direkt an die Polizei. Und das war's dann. Ich möchte Ihnen noch abschließend wirklich ein paar Grundgedanken mitgeben. In der Lagerarbeit, und das können Sie sich auch für Ihr privates Umfeld mitnehmen. In der Lagerarbeit gibt es kein richtig und kein falsch. Die Entscheidungen, die Sie in diesem Moment treffen, war die richtige, Klammer auf, wenn Sie alles beachtet haben, was die Methodik voraussetzt, war die richtige im Hinblick auf die vorliegenden Informationen. Wenn sich daraus eine Krise entwickelt, ein Notfall oder ähnliches, dann hatten Sie vielleicht nicht alle Informationen, wenn Sie sauber gearbeitet haben. Kommunizieren Sie transparent, kommunizieren Sie eindeutig und nachvollziehbar nach außen und konsequent. Das heißt, Sie treffen irgendwann eine Entscheidung und diese Entscheidung darf nicht ein Fähnchen im Wind sein. Haben Sie die notwendige Schnelligkeit? Sie können sich jetzt bei so einem Szenario wie Volkmaßen nicht eine Stunde Zeit lassen mit der Lagebeurteilung. Wir gucken mal, vielleicht weiß ich in 20 Minuten, habe ich neue Informationen. Nee. Nutzen Sie die notwendige Schnelligkeit, was in dieser Situation angemessen ist, aber auch ausreichend ist. Und beurteilen Sie auf Basis der Ihnen zur Verfügung stehenden Informationen. Und dann kommen Sie in ein rotierendes System. Deshalb hier Lagebild ab 15:30. Die Informationen verdichten sich und Sie fangen wieder von vorne an. Sie kriegen eine neue Information, die führt zu einer neuen Lagebeurteilung. Sie kriegen später eine neue Information, neue Lagebeurteilung. Und dann letztendlich endet das nicht damit, dass es plötzlich heißt, die Veranstaltung ist abgesagt, sondern das ist auch eine neue Information, das heißt Lagebeurteilung. Wie kriege ich die Leute weg? Wie kriege ich das Equipment weg? Wie kriege ich diese Veranstaltung
in Ruhe beendet, ohne irgendwelche Konflikte und Probleme. Nachbereitung aus jeder Lage wird gelernt. Ich habe Ihnen eingangs gesagt, Sie beurteilen auch in der Planung auf bereits bestehenden Erkenntnissen. Und deshalb, ich bin ein Fan von Nachbereitung. Was ist bei meiner Veranstaltung gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was müssen wir nächstes Mal verändern? Weil das ist ein Teil der Basis für die für das Lagebild, für die Lagedarstellung der kommenden Veranstaltung. Das ist eine Informationsquelle, aus der Sie schöpfen können und aus der Sie nachher einen anderen Schluss ziehen. Und das ist jetzt wirklich die letzte Folie. Ich will hier kein Fingerpointing machen. Um Gottes Willen, das soll überhaupt nicht so sein. Für das Beispiel, was lernen wir daraus? Ich glaube, wenn wir eine Situation wie Corona irgendwann nochmal bekommen, und ich habe Ihnen hier mal so einen Zeitstrahl aufgezeigt von den Maßnahmen in unserem europäischen Umfeld. Wenn wir noch einmal in so eine Situation zurückkommen ist eigentlich falsch gesagt, wenn wir wieder in so eine Situation kommen, dann glaube ich, werden wir anders reagieren. Weil wir für unser Lagebild, für die Bedeutung, für die Beurteilung, was heißt das für mich, eine ganz andere Informationsbasis haben. Und wenn dann tatsächlich die Schweiz 17 Tage, bevor wir es tun, bevor es Deutschland tut, alle Veranstaltungen absagen wird, werden wir auf Basis dieser Information und der Erfahrung, die wir durch Corona gemacht haben, möglicherweise nicht nach 17 Tagen überrascht sein, sondern wir werden am Tag 1 der Entscheidung wissen, dass das auch bei uns so kommen wird oder eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auswerfen, dass das bei uns so kommen wird. Und wir werden uns vielleicht anders darauf vorbereiten. Und wie gesagt, ich möchte Ihnen wirklich sagen, kein Fingerpointing, keine Schuldzuweisung. Wir lernen alle aus den einzelnen Ereignissen. Und die einzige Verantwortung, die wir in diesem Moment haben und wo wir was falsch machen können, ich habe es Ihnen vorhin gesagt, es gibt in der Lagerarbeit aus meiner persönlichen Sicht kein richtig und kein falsch. Was wir aber falsch machen können, definitiv, ist, wenn wir nichts daraus lernen. Wenn wir dieselbe Entscheidung treffen, auch wenn wir wissen aus der Vergangenheit, das können wir anders. Das können wir besser, das wird auf uns zukommen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken, dass Sie so lange durchgehalten haben. Es ist ein bisschen mehr als eine Stunde geworden. Wir sind knapp bei einer Stunde 7. Ich hoffe, dass ich Ihnen tatsächlich etwas mitgeben konnte. Dass Sie, auch wenn Sie sagen, diese Methodik kenne ich alles, Herr Horn, da haben Sie mir nichts Neues erzählt, vielleicht so den einen oder anderen Denkanstoß. Ansonsten, wenn Sie das hören, vielen Dank fürs Durchhalten, trotzdem Sie nichts Neues gelernt haben. Ich freue mich sehr, dass ich diese Möglichkeit hatte. Ich werde jetzt noch zwei andere Webinare zur Verfügung stellen an dieser Stelle, die sich ein bisschen stärker mit dem Thema private Sicherheitsdienstleistungen beschäftigen werden. Ansonsten sehen Sie hier meine Kontaktadressen. Sie finden mich auf Facebook, Sie finden mich auf Twitter, Sie finden mich sogar auf Instagram. Schreiben Sie mir Ihre Fragen. Ich würde mich auch super freuen, weil es wirklich für mich auch das erste Mal war in dieser Art und Weise. Schreiben Sie mir Ihr Feedback gerne. Das interessiert mich wirklich. Und ansonsten bleiben Sie gesund, bleiben Sie sicher und ich freue mich auf das nächste Mal. Machen Sie es gut. Wiedersehen.